Moin Moin hier bei Klönschnack TV. Was ihr hier vor euch seht, ist mein Fernseher und darauf kann man die Bibliothek meiner Nintendo Switch begutachten. Ich habe gedacht, ich zeige euch die heute einfach mal, um ein bisschen über Spiele zu reden. Und zwar über natürlich Klassikerspiele, wie man schon sehen kann, aber auch über kleine Indie-Perlen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, bei denen ich aber finde, dass sie erwähnt werden sollten. Und zwar haben wir hier als erstes Super Mario Odyssey. Und das war das erste Spiel, was ich überhaupt für die Nintendo Switch hatte. Man kann neben dem Namen links so einen kleinen Kasten sehen mit einem Pfeil. Das bedeutet, dass das kein mobil gekauftes Spiel ist, kein online gekauftes Spiel, sondern eine Cartridge zum Spielen braucht. Das finde ich tatsächlich immer ein bisschen lästig, weil immer wenn ich ein anderes Spiel spielen möchte, muss ich dann natürlich zur Switch hin und das Spiel wechseln. Ich habe aber gerade bei den großen Nintendo-Spielen eben diese Cartridge-Version gekauft, weil ich es total schön finde, sie im Regal stehen zu haben. Ja, Super Mario Odyssey, eigentlich ein Top-Spiel, eigentlich glaube ich sogar eines der bestbewertetsten Spiele aller Zeiten. Ob es jetzt wirklich so krass geil ist, naja, also es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich habe die Hauptstory auch schon durch, ein bisschen kann ich noch machen, wahrscheinlich sogar noch sehr, sehr viel. Werde ich mich auch mal wieder dran setzen demnächst. Das ist einfach ein Spiel, was Bock macht. Ich meine, das ist das typische Mario-Prinzip. Ich mache hier mal zwischendurch so eine Bewegung, damit das Bild nicht dunkler wird. Es ist das typische Mario-Prinzip. Und ja, was soll ich sagen? Mario 64 war schon ultra geil. Ist auch immer noch ungeschlagen, meiner Meinung nach. Auch Leute, die Mario Galaxy geil fanden. Ich habe es nie gespielt, weil ich keine Wii hatte. Soll aber ja auch ganz toll gewesen sein. Und Super Mario Odyssey bringt nochmal wieder ein bisschen frischen Wind rein durch die Mütze, die man auch hier sehen kann. Oh, ich rück's hier mal so ein bisschen gerade. So. Durch die man tatsächlich dann auch andere Figuren einfach mal spielen kann. Sehr, sehr spannendes Spiel. Macht auf jeden Fall Bock. Dann habe ich hier die YouTube-App, aber ich spiele natürlich kein YouTube und ich nutze YouTube eigentlich auch nur woanders. Ich habe es dann mal zum Testen draufgepackt. So, als nächstes haben wir hier Pokémon Let's Go Pikachu. Ich als großer Pokémon-Fan muss einfach sagen, es gehört mit dazu. Pokémon ist einfach großartig, macht mir unglaublichen Spaß. Schon seit Jahren, seit ich klein war. Damals tatsächlich angefangen mit der blauen Edition, diese fast komplett durchgespielt, durch das Schummelmodul dann mir nur eben Mew geholt und mir fehlte nur noch ein Kangama. Dann ist genau das passiert, was nicht passieren durfte, und zwar wurde mein Spielstand plötzlich gelöscht. Ich habe immer meinem Bruder dafür die Schuld gegeben, aber auch inzwischen glaube ich tatsächlich, dass es einfach Pech war, weil das Spiel war alt. Pokémon Let's Go Pikachu hat natürlich ein bisschen was mit der Pokémon Go-Serie zu tun. Gerade das Fangen ist da mit drin und ja, es ist ein tolles Spiel. Ich habe es noch nicht durchgespielt, weil ich irgendwann so viele andere Sachen noch zu tun hatte und Neues ausprobieren wollte. Aber ich werde es definitiv noch weiterspielen und mich demnächst mal am Shiny Hunten versuchen. Also Pokémon Let's Go Pikachu, auch in der Let's Go Evoli-Version erhältlich, definitiv ein tolles Spiel, was wirklich Spaß macht. So, was haben wir hier als nächstes? Ich habe New Super Mario Bros. U Deluxe. Ein klassischer 2D-Plattformer mit Mario. Ich habe damals auf dem DS New Super Mario Brothers gespielt oder Bros. Gespielt. Dieses Spiel habe ich abgöttisch geliebt und ich habe es zu 100% durchgespielt. Ich habe alle versteckten Münzen gesammelt und ich liebe dieses Spiel bis heute. Super Mario Bros. U Deluxe, quasi einfach der neueste Ableger davon, so gesehen ein Remake oder eine wiederverwertete Version von dem Wii U-Titel, wie man auch schon am Namen sehen kann, den ich auch nicht gespielt habe, denn auch eine Wii U hatte ich nicht. Trotzdem ein cooles Spiel, wobei ich irgendwann sagen muss, es ist dann an manchen Stellen doch zu leicht geworden und der Charme fehlt mir so ein bisschen. Macht aber immer noch Spaß und ja, der werde ich auf jeden Fall auch noch weitermachen. Dann haben wir hier Zelda Breath of the Wild. Das Spiel, das eigentlich so das Verkaufsargument war zu Anfang. Eines der Launch-Titel der Switch. Und ich muss sagen, dieses Spiel ist gigantisch groß. Also ich muss wirklich behaupten, ich bin nicht der größte Zelda-Fan. Ich spiele aber Zelda sehr, sehr gerne. Habe damals auf dem Game Boy noch Ocarina of Time. Quatsch, habe ich gar nicht gespielt. Ich habe gespielt Ages,
Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Und Oracle of Ages habe ich auch durchgespielt. Fand ich total geil, war bockschwer meiner Meinung nach für den kleinen Bub. Aber hat trotzdem echt Spaß gemacht. Breath of the Wild ist mir tatsächlich an manchen Stellen einfach zu schwer für mal eben zum Zocken. Es ist so erschlagend, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt mal wieder neu rangewagt. Und ja, ich habe beim ersten Spielen bin ich an einem Titanen einfach gescheitert, weil ich den Bosskampf nicht hinbekommen habe. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich bei einem anderen Titanen weiterkomme. Aber auch ein Spiel, was sich definitiv lohnt, gerade für Leute, die sich wirklich mal stundenlang verlieren wollen. So, dann haben wir hier die Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online. Das habe ich jetzt einfach, weil ich in letzter Zeit online spiele auf der Switch. Auch die Switch hat ja den Online-Modus eingeführt, der dann bezahlt werden muss. Als Dreingabe bekommt man dann eine ausgewählte Bibliothek von NES-Titeln, wo ich sagen muss, die mich fast allesamt nicht großartig interessieren, weil die Steuerung hakelig ist. Es ist einfach alt, es macht nicht mehr so Bock. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der damals das überhaupt nicht gespielt hat, auch nicht SNES, das habe ich alles nicht gespielt, von daher fehlt mir da auch so ein bisschen der Nostalgiefaktor. Ja, als nächstes haben wir hier Super Smash Bros. Ultimate. Das ist ein Spiel, da muss ich sagen, da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Und zwar habe ich früher beim Kumpel immer Smash Bros. Melee auf dem GameCube gespielt. Das war so das Nonplusultra, wir haben es alle spielen wollen, aber ich hatte es einfach nie. Ich hatte halt nie eine Konsole, eine Nintendo-Konsole sowieso schon nicht. Das ist meine erste wirkliche Nintendo-Konsole, jetzt mal abgesehen vom N64, den ich Jahre nach dem Launch mir irgendwann mal gekauft habe. Ja, und Smash Brothers konnte ich eben nie spielen. Jetzt habe ich es endlich auch selber und ich bin noch fleißig dabei, Charaktere freizuschalten und weiterzuspielen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist total wild, total wuselig und ich bin alles andere als ein Profi, aber es macht mir echt Bock. So, man kann sehen, dass bisher eigentlich alle Titel Cartridge-Titel waren. Und die, die unten sind, die habe ich als letztes, also schon am längsten nicht mehr gespielt. Das liegt halt daran, ich habe keinen Bock, die ganzen Dinger immer umzuwursteln. So, man muss der Fairness halber dazu auch sagen, dass alle anderen Titel, die ich noch viel länger nicht gespielt habe, momentan ganz oben stehen, weil ich jetzt gerade alle installiere, deswegen stehen die oben. So, dann habe ich mir Diablo 3 Eternal Collection geholt. Diablo habe ich eigentlich gar keine so große Verbindung zu. Ich habe es mir damals direkt zum Release gekauft für den PC, weil ich es total cool fand, dass es das gab. Und ja, das war so ein großer Hype. Ich musste mir das halt unbedingt holen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ja, da musste ich halt einfach beigehen. Hab's dann so ein bisschen gespielt und ja, hatte dann immer irgendwelche anderen Sachen zu tun und hab mir jetzt gedacht, hey komm, jetzt kannst du es auf der Switch spielen. Nochmal eben eine Runde abends im Bett, nochmal eben unterwegs, wenn du mal irgendwo bist. Eine Runde Diablo. Ich glaube, da braucht man nicht viel mehr zu sagen. Es ist einfach ein cooles Spiel. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und da bin ich aber auch noch ganz am Anfang, denn das habe ich relativ neu, das Spiel. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Titel. Und dieser Titel ist Stardew Valley. Tja, was ist Stardew Valley? Viele sagen, es ist so ein bisschen Harvest Moon. Ich habe nie Harvest Moon gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich nie wirklich gejuckt. Aber Stardew Valley habe ich dann irgendwann auf dem PC entdeckt und da hatte ich aber nicht mehr wirklich einen eigenen PC. Dann habe ich einen anderen benutzt und muss ganz ehrlich sagen, der lief nicht mehr so richtig. Problem, deswegen lief auch Stardew Valley manchmal nicht so richtig und ist gerne abgestürzt. Jetzt habe ich mir das für die Switch geholt und müsste eigentlich mal wieder anfangen, denn das ist ein Spiel, was so entspannend ist, was so viel Spaß macht. Ich werde es wahrscheinlich demnächst mal im Multiplayer testen und freue mich da auch schon drauf, denn Stardew Valley ist ein Spiel zum Abschalten. Es ist ein Spiel, bei dem man quasi das Erbe eines kleinen Farmhauses übernimmt, was komplett heruntergekommen ist, da funktioniert nichts mehr und man zieht neu in so eine Stadt, will raus aus dem hektischen Leben und einfach seine Farm führen und genießen. So viel eigentlich dazu. Dann baut man Dinge an, man lernt Leute in der Stadt kennen und so weiter und so weiter. Und genau das ist es eigentlich. Es ist ein bisschen rauskommen aus dem Alltag, sich mal ein wenig entspannen, einfach mal ein bisschen Spaß haben. Ja,
Stardew Valley kann ich nur für jeden empfehlen, der auch auf ruhige Spiele steht, der einfach mal ein bisschen rauskommen möchte und der es liebt, sich zu entspannen, der auch so ein bisschen auf diese Farming-Simulationen steht. Auf jeden Fall ein super toller Titel. Ich glaube, zu Minecraft muss ich wirklich nicht mehr viel sagen. Minecraft kennen wir alle und entweder wir lieben es oder wir hassen es. Ich liebe Minecraft. Ich verbinde mit diesem Spiel ganz schön viel. Ich habe das früher mit Freunden gespielt, zum Teil übers Wochenende pro Tag 8 Stunden. Wir sind völlig durchgedreht, wir haben alles aufgebaut, es war der Hammer. Und ja, Minecraft löst, lädt einen einfach dazu ein, zu bauen, zu erforschen, sich kreativ auszuleben. Und Minecraft ist immer noch ein Renner. Wenn man die Kinder tatsächlich, die heutige Kindheit fragt, man sagt ja die heutige Jugend, sagt man auch die heutige Kindheit, ich weiß es gar nicht, die sind auch immer noch voll auf Minecraft-Trip, wenn sie nicht gerade bei Fortnite sitzen, was ich für eine sehr, sehr komische Entwicklung halte. Minecraft brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Tetris 99 ist jetzt ein ganz neues Spiel. Ich musste es einfach ausprobieren, als ich gehört habe, dass Tetris einen Battle Royale Modus kriegt. Da habe ich gedacht, Leute, jetzt ist es soweit. Eine sehr interessante Idee. Ich habe es, glaube ich, nur ein einziges Mal jetzt ausprobiert. Völlig verkackt. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Battle Royale. Jedenfalls nicht großartig. Aber ich musste es einfach ausprobieren. Also, wer auf Tetris steht und diesen kompetitiven Battle Royale Modus mag, der kann gern mal zugreifen. So, als nächstes Moonlighter, auch relativ neu in meiner Bibliothek. Man spielt einen Shopbesitzer. Was bedeutet das? Man kennt es in diesen typischen 2D-RPG-Spielen, bei denen man so rumläuft, so à la Zelda. Man geht irgendwann in den Shop und kauft sich irgendwelche Gegenstände. Dieses Spiel versetzt dich in die Lage eines solchen Shopbesitzers, der nachts oder meinetwegen auch tags, aber in der meisten Zeit nachts, in Dungeons geht, Monster besiegt, Dinge sammelt, die er dann am nächsten Tag bei sich im Shop anbietet. Und bei diesem Spiel, und das ist das Spannende, muss man gucken, für welchen Preis kann ich die Ware anbieten, wie hoch ist die Nachfrage gerade von dem, was ich verkaufen möchte, wie kann ich Nachfrage, Angebot spielen lassen und die Preise dementsprechend erhöhen oder eben halt auch verringern. Wie ist das alles möglich? Also, da kann man ganz schön viel verschiedene Sachen noch ausprobieren und auch das mit den Dungeons ist spannend, denn dahinter steht eine kleine Geschichte, die Dungeons zu erforschen und es ist an manchen Stellen ganz schön knackig. Das heißt, man muss sich erstmal reinfinden in das Spiel. Falls sich hier übrigens zwischendurch das Bild so ein bisschen verändert, das lag ganz einfach daran, dass ich hier zwischendurch mal eben ein Kabel anschließen musste, damit das Handy nicht gleich ausgeht, mit dem ich hier aufnehme. Moonlighter. Ein Spiel, was ich halt damals gesehen habe und dachte, das muss ich unbedingt haben. Jetzt war es im Angebot und ich habe es mir direkt geholt. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit mit verbringen. So, alter Klassiker, Mario Kart 8 Deluxe. Also Mario Kart 8 Deluxe ist nicht der Klassiker, aber Mario Kart. Wir alle lieben Mario Kart. Da geht immer mal eben schnell eine Runde, ob mit Freunden oder mit Fremden oder mal ganz alleine. Mario Kart ist auf jeden Fall ein Spiel, was seit Jahren und ich würde fast schon sagen, gefühlt seit Generationen begeistert. Alt und jung spielen das Spiel. Ich spiele es aktuell auch öfters mal online und da habe ich schon von wirklich alten Menschen bis hin zu kleinen Kindern Gegner gehabt und es hat wirklich Spaß gemacht. Mario Kart brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Man fährt mit seinen Autos, man kann verschiedenste Sachen nehmen, man kann das komplette Repertoire seiner geliebtesten Mario-Helden nutzen. Mehr geht, glaube ich, wirklich nur noch bei Smash Brothers. Und mit den Items, ich sag's nur, ey, Bananen und blaue Panzer, grüne Panzer, rote Panzer, wir alle kennen es, wir alle lieben es. So, und jetzt kommt nach Moonlighter eigentlich eines der Spiele, die wirklich gar nicht mal so bekannt sind, und zwar Dead Cells. Ich bin großer Fan von Roguelike-Spielen. Das bedeutet eben, Spiele, die so gesehen immer wieder bei neuem Spielen das komplette Spielerlebnis irgendwie anders machen, weil man andere Gegenstände findet bei jedem Spieldurchlauf, weil die Map jedes Mal anders aussieht bei jedem Spieldurchlauf. Und Dead Cells ist eben auch eines der Spiele. Sehr mysteriös gehalten, die Story, man weiß nicht so ganz genau, was da abgeht und man ist halt irgendwie so ein Typ, ich weiß es auch nicht, so leicht dämonenartig, so leicht irgendwie wiederbelebt. Es ist sehr merkwürdig, der mit den verschiedensten Waffen sich durch Dungeons schnetzelt und
ich sag jetzt mal, Zellen einsammelt. Was auch immer das bedeutet. Diese Zellen kann man dafür benutzen, um sich quasi weiterzuentwickeln. Nicht sein Charakter selbst, sondern indem man neue Waffen vielleicht freischaltet, die man dann irgendwann in den Dungeons finden kann. Oder. Man kann vielleicht freischalten, dass man zu Anfang eine bessere Waffe bekommt. Und. Das ganze Spiel ist auch echt ziemlich schwer. Also man muss gucken, an welche Stellen man da geht und wo man wie kämpft. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, weit bin ich noch nicht gekommen. Das Spiel macht mir trotzdem wirklich viel Spaß, weil es eben, man spielt meistens so 5 bis 15 Minuten gefühlt, je nachdem, wie weit man eben kommt. Jetzt werden wahrscheinlich viele Leute, die das Spiel kennen, sagen, was 5 Minuten, was bist du denn für einer? Aber tatsächlich, manchmal geht es ganz schnell. Manchmal spiele ich aber auch fast eine halbe Stunde an einem Level und dann bin ich wieder gestorben. Macht aber letztendlich nichts, weil man irgendwie dann wieder von vorne anfängt und alles sieht eben anders aus. Und man hat wieder die neue Möglichkeit und die ganze Zeit weiter zu erkunden. Wieder ein ziemlich cooles Spiel, kann ich wirklich empfehlen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Mit 20 bis 30 Euro ist man da auf jeden Fall gut dabei. So, weiter geht's mit Enter the Gungeon. Auch ein Spiel der Roguelike, das Roguelike Genres, wenn man das so möchte. Enter the Gungeon ebenfalls. Man geht in einen Dungeon und es geht tatsächlich ganz viel um Waffen. Man, wie man schon am Bild sieht, es ist ein sehr, sehr niedliches Spiel an sich. Es ist gar nicht mal ganz so aggressiv, wie man vielleicht denken mag. Man kämpft hauptsächlich gegen laufende Patronen und gegen sonstige verrückte Gegner. Alles ziemlich comichaft gehalten und ja, auch da geht es eben darum, je mehr man spielt, je mehr man findet, desto mehr kann man am Ende auch freischalten. Auch unfassbar schwer. Da bin ich auch, glaube ich, nur bis in die dritte Ebene gekommen von 5 oder 6. Trotzdem macht es mir immer wieder Spaß und es ist herausfordernd und ich mag einfach diese Art von Spiel, wo es immer wieder von vorne anfängt, wo man immer wieder neue Möglichkeiten hat und das bisschen auch das Glück herausfordern muss, ob man dann jetzt gute Items kriegt, gute Waffen oder nicht. Mein absolutes Lieblingsspiel in diesem Genre kommt dann später noch. So, als nächstes haben wir Arena of Valor. Ursprünglich ein Mobile Game und zwar ein MOBA. Damals, als League of Legends und Dota ziemlich groß waren und das Genre der MOBA Games quasi auf dem Thron saßen, bevor jetzt Battle Royale kam, war Arena of Valor eine Möglichkeit für Menschen, dieses Genre zu erkunden, die nur ein Handy haben oder die das mal zwischendurch irgendwo spielen wollten. So, nun ist Arena of Valor auch endlich auf die Switch gekommen, was mich extrem freut, denn auf dem Handy solche Spiele zu spielen, wo dann 2, 3 Finger immer gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, man sieht nicht alles, total nervig. Ich selber spiele ganz gerne eigentlich solche Spiele, bin unfassbar schlecht in sowas, spiel's aber total gerne, es macht mir auf jeden Fall Spaß, das zu spielen und ich habe keinen PC, sonst würde ich natürlich mich ein bisschen in League of Legends reinfummeln, kann ich aber nicht, wie gesagt, ich habe keinen Rechner, deswegen Arena of Valor. Es ist kostenlos spielbar, es ist quasi ein Free-to-Play-Titel, man kann sich verschiedenste Klassen auch noch mit dazu kaufen und so weiter, muss man aber nicht, man kann auch gut und gerne einfach so spielen, macht auf jeden Fall Spaß. So, das nächste Spiel ist ein Spiel, an dem ich höchstwahrscheinlich noch zerbrechen werde, Dark Souls Remastered. Die Dark Souls-Reihe, ja, Bloodborne war damals das erste Spiel, was ich für die PlayStation 4 hatte und ich war vollends begeistert von dieser Atmosphäre und vollkommen zerstört durch den Schwierigkeitsgrad. Es hat mich aber immer noch fasziniert und so habe ich mir Dark Souls Remastered für die Switch geholt. Und ich scheitere an dieser komischen Bestie auf der Brücke ganz am Anfang. Warum? Ich verhake mich da immer oder fall von der Brücke runter. Es ist furchtbar, aber irgendwann werde ich weiterkommen und vielleicht ist es das Letzte, was ich tue, aber ich werde dieses Spiel irgendwie weiterspielen. Goat Simulator. Das verrückteste Spiel, was ich überhaupt auf der ganzen Welt kenne. Man kennt die ganzen Simulatoren. Es gibt den Holzfäller-Simulator, den Polizeihubschrauber-Simulator, den Busfahrer-Simulator, Landwirtschaftssimulator und. Irgendwann kam ein verrücktes Entwicklerstudio auf die Idee, einen Ziegensimulator zu machen. Und so verrückt wie das klingt, ist das Spiel auch. Denn das Spiel ist voll von Bugs. Es funktioniert nicht richtig und das ist Teil des Spiels. Das ist nämlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Es soll verrückt sein. Es soll schief gehen.
manchmal sind Bugs in Spielen einfach super wichtig, super witzig, meine ich. Es gibt natürlich Bugs, die das Spiel, den Spielspaß wirklich mindern, aber hier sind Bugs Teil des Spielspaßes. Man kann mit dieser Ziege durch die Gegend laufen. Es ist so eine Art von, ja, wie so ein Skateboard-Spiel. Man kann Manuals machen, man kann verschiedene Punkteserien aufbauen, Kombos, Springen, Saltos und so weiter. Das ist eigentlich letztendlich sowas ähnliches wie so ein Tony Hawk-Spiel mit einer Ziege, bei dem man all möglichen Scheiß entdecken kann, hunderte Easter Eggs, und es gibt auch verschiedene DLCs, die in der Switch-Version alle schon drin sind, und zwar unter anderem von DayZ inspiriert oder von Payday 2 inspiriert oder eben auch von MMOs und so weiter und so weiter. Also Goat Simulator. Auf jeden Fall für Leute, die wirklich mal Bock auf totalen Schwachsinn haben, auf jeden Fall zuschlagen. Jetzt kommt einer meiner kleinen Lieblinge, Hollow Knight, und das Spiel lädt gerade wieder runter. Ich hatte es aus Platzgründen runtergeschmissen. Dieses Spiel habe ich entdeckt und ich habe mich sofort verliebt. Es ist ein Metroidvania-Spiel. Das heißt, man spielt eine Figur und hat eine Karte, die sich immer mehr und immer mehr erweitert. Und je nachdem, was man irgendwo schafft, muss man auch wieder zurückgehen und kann wieder neue Areale entdecken. Man erlangt immer neue Fähigkeiten, die es einem ermöglichen, auch im Startgebiet noch wieder neue Areale zu finden und dort weiterzukommen. Und das ist furchtbar motivierend, weil man läuft und läuft und sucht sich Dinge raus, kämpft gegen Gegner und hat endlich die neue Spezialfähigkeit, die es einem ermöglicht, da am Anfang nochmal irgendwie doch nochmal irgendwo hochzukommen oder irgendwo irgendwas zu überwinden, in einen Bereich zu kommen, an dem man schon stundenlang vorbeigelaufen ist, den man niemals erreichen konnte. Und jetzt schafft man es endlich zu gucken, was denn da nun los ist. Und man entdeckt wieder immer wieder Neues. Super schwer, tatsächlich. Ich komme auch schon Ewigkeiten nicht weiter, habe es dann aus Frust irgendwann weggelegt. Ich weiß, mein Bruder hat es schon durchgespielt. Da kommt jetzt auch demnächst eine Fortsetzung für raus. Und das Spiel, und das ist das Besondere daran, es ist einfach visuell so wunderschön. Man verliert sich in diese Welt. Es ist so ein richtig weich gezeichnetes, comicartiges. Man sieht es an dem Bild und genau so sieht es einfach im Spiel aus. Mit leuchtenden Farben. Es wird mit Licht gespielt. Es wird mit Atmosphäre und mit Farben gespielt. Ich finde es großartig. Hollow Knight, ein Spiel, was man sich unbedingt angucken sollte. Vor allem für Leute, die auf ein bisschen schwerere Spiele stehen. Wirklich, wirklich toll. Macht Spaß. Sollte man sich kaufen. Auf jeden Fall Kaufempfehlung von mir. Als nächstes Paladins. Auch wieder ein kostenloser Titel auf der Switch. Und ich mag Paladins aus folgendem Grund. Es ist eine Gratis-Version von Overwatch. Overwatch habe ich erst seit kurzem für die PlayStation. Werde aber irgendwie noch nicht so ganz warm mit. Paladins ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Es ist ein Heldenshooter. Jeder Held hat spezielle Fähigkeiten und es gibt sehr, sehr viele Helden, die man allerdings, und dadurch ist es halt auch gratis spielbar, kaufen muss. Man kann sie einzeln kaufen, man kann sie aber, glaube ich, auch für 30 Euro alle Champions freischalten und sich dann wild durchballern. Es ist total schwer, weil eben, sobald es ein Online-Spiel ist, Leute da sind, die nichts anderes mehr machen, als dieses Spiel zu spielen. Und natürlich sehr, sehr gut sind in diesem Spiel. Ich bin's nicht, es macht mir trotzdem Spaß und ich werde jetzt demnächst mal wieder anfangen. War lange Zeit nicht mehr auf meiner Switch, weil es eben ein großes Spiel ist und ich keinen Speicherplatz hatte. Denn die Switch hat leider Gottes wirklich nur 32 GB Platz. Zum Vergleich, die PlayStation 4 in der aktuellen Version hat 1 Terabyte. Das ist schon ein Unterschied. Ich habe jetzt eine 64 GB Karte reingesteckt, da kriege ich auf jeden Fall alles drauf. Paladins also für alle, die interessiert sind an Overwatch, aber keinen Bock haben, das Geld auszugeben. Gibt's auch für PC, gibt's auch für die PlayStation. Und soweit ich weiß, wird es demnächst Crossplay wenigstens mit dem PC geben. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Jetzt kommen wir zu meinem allerliebsten Lieblingsspiel überhaupt. The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Beziehungsweise The Binding of Isaac. Ein Spiel, was von einem Mann entwickelt wurde, von dem ich auch noch zwei weitere Spiele momentan auf der Switch habe, die ich gleich noch vorstellen werde. Edmund Macmillan, der meiner Meinung nach komplett verrückt ist und die beklopptesten Ideen in seinem Leben einfach mal in ein Spiel verfrachtet hat. Binding of Isaac ist auch ein Roguelike-Spiel und schafft es, dieses Genre zu perfektionieren. Es sind
kleine Dungeons, also jeder Raum sieht irgendwie anders aus, ist anders aufgebaut und in jedem Raum gibt es irgendwie bestimmte Gegner, die auch zufällig gewählt werden. Man muss diese Gegner mit seinen Tränen abschießen und man kann verschiedene Items einsammeln, die dann die Tränen modifizieren, die Stärke, die Geschwindigkeit, die man läuft, die Größe, die man hat, die Beschaffenheit der Tränen, sonstiges. Es gibt, glaube ich, über 800 verschiedene Items, die auch untereinander nochmal manchmal sich verändern. Das heißt, wenn man ein Item hat und ein anderes dazu, reagiert das manchmal auf das Item, was man schon vorher eingesammelt hatte. Es gibt quasi unendlich viele Möglichkeiten, diese Items zu benutzen und jede Runde sieht einfach anders aus. Man bekommt andere Items, die Dungeons sind anders aufgebaut, man bekommt andere Gegner, es gibt verschiedene Bossgegner, es gibt Endbosse, es gibt unendlich viel freizuschalten. Dieses Spiel motiviert mich schon seit Jahren und seit Stunden. Wirklich durchspielen, man kann es schon mehrfach zu einem Endscreen bringen, aber es ist einfach ein Spiel, was man immer und immer und immer und immer wieder spielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Leute, die haben das Spiel auf 100% gespielt, alles freigeschaltet, alles gesehen, was man sehen konnte. Die haben da über 700 bis 1000 Stunden reingesteckt oder teilweise sogar 1400 Stunden oder was weiß ich wie viel. Ich habe in die Switch-Version ungefähr 80 Stunden momentan gesetzt. Ist auch eines der ersten Spiele gewesen, die ich mir dann gekauft habe, weil ich es einfach unendlich liebe. Es ist gerade noch ein letzter DLC in Entwicklung, der dieses Jahr erscheinen soll. Ob und wann der dann für die Switch kommt, ist nicht ganz klar. Das Ganze kommt zu immer erst auf dem PC raus. Binding of Isaac, für Leute, die vielleicht einen schwarzen Humor haben, die es wirklich schwer mögen, die es mögen, immer wieder neue Dinge zu entdecken, zu sammeln, freizuschalten, die einfach Bock auch auf schwere Spiele haben, die Taktik mögen, die diese Dodge-Games mögen, also Ausweichspiele. Es ist wirklich ein großartiges Spiel. Ich kann es jedem nur empfehlen, der irgendwie auch mal über den Tellerrand hinausblickt und nicht immer nur Call of Duty spielt, sondern der auch mal ein bisschen was anderes spielen möchte. Binding of Isaac, großartiges Spiel. Ich könnte eine komplette Folge nur über Binding of Isaac machen und vielleicht mache ich das auch nochmal. Also unbedingt kaufen. Jetzt kommt Crypt of the Necrodancer. Das ist ein Spiel, das habe ich bisher kaum gespielt, aber es war ganz, ganz krass im Angebot und ich habe da schon mehr von gehört. Es ist ein Rhythmusspiel und ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Auch Roguelike, also ich stehe voll auf Roguelike-Spiele, aber da kann ich noch gar nicht ganz so viel zu sagen. Ist auch relativ schwer, man muss mit der Taktik arbeiten und muss sich konzentrieren. Von daher werde ich mir das mal angucken, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Jetzt kommt Overcooked. Es ist hier die Special Edition, was genau das heißt. Ich glaube, da sind noch DLCs mit drin. Es ist der erste Teil, es gibt auch schon einen zweiten Teil. Overcooked ist ein Spiel, was man alleine spielen kann, aber eigentlich ist es alleine gar nicht wirklich möglich. Denn man muss das eigentlich mit mehr Leuten spielen. Am besten sogar mit 4 Leuten. Ich kann es mit den Controllern, die ich hier zur Verfügung habe, mit maximal 3 Leuten spielen. Ich habe es bisher aber immer nur zu zweit gespielt. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Es ist ultra stressig. Man muss mit diesen kleinen Figuren, die man dort sieht, Gerichte zubereiten. Das ist gar nicht mal ganz so schwer. Man nimmt den Salat mit der einen Taste, man schneidet ihn mit der anderen Taste und dann nimmt man ihn wieder mit der einen Taste, packt ihn auf den Teller. Et voilà, fertig. Problem ist, man hat ein Zeitlimit und die Bestellungen müssen schnell gemacht werden und die Küchen sind groß und es gibt verschiedene Hindernisse. Manchmal bewegen sich die Tresen hin und her, manchmal muss man die Gerichte über eine Straße hin und her bringen. Man muss unendlich viele Sachen beachten, die Teller sauber machen und so weiter. Es ist ein Spiel, bei dem man sich absprechen muss, bei dem man miteinander sprechen muss, bei dem wahrscheinlich, während man es spielt, völlig konzentriert auf den Bildschirm starrt, nicht mehr in der Lage dazu ist, anderes wahrzunehmen, rumbrüllt und sagt, mach das, geh dahin. Und genau das finde ich total witzig, denn für einen schönen Spieleabend, und ich finde, ein Spieleabend sollte definitiv die analogen Spiele wie Monopoly und ähnliches beinhalten, aber ich finde, zu einem guten Spieleabend darf eben auch mal ein Videospiel gehören. Und ich finde, da ist gerade Overcooked ein perfektes Spiel, super stressig, macht aber Spaß, gerade mit Freunden. Und wer Stress nicht ab kann und wer es nicht schafft, sich kurz zu konzentrieren, der sollte die Finger davon lassen. Alle anderen können da gerne mal beigehen. Der Schwierigkeitsgrad ist eben, je weniger Leute man hat, desto schwieriger wird es dann eben. So, jetzt kommt The End Is Nigh. Es ist auch von Edmund Macmillan gemacht. Es ist ein 2D-Plattformer, der, ich sag jetzt mal, bock schwer ist.
der ist wirklich, wirklich schwer. Ich komme absolut nicht weiter. Ich komme auch nicht weit, aber ich glaube, ich werde es mir jetzt demnächst mal wieder ein bisschen angucken. Gucken, ob ich weiterkomme. Da gibt es auch ganz, ganz viele Geheimnisse und viele Dinge zu entdecken. Aber dadurch, dass das Spiel so unendlich schwer ist, habe ich da bisher noch nicht viel von entdeckt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass schwere Spiele mich anziehen. Ich kann sie nur nie meistern. The End is Nigh auf jeden Fall. Auch wieder sehr, sehr witzig, sehr interessant. Nicht so krass wie Isaac, aber ähnlich wie Super Meat Boy, denn Super Meat Boy ist eines der ersten großen Spiele von Edmund Macmillan. Es gibt auf dem PC noch eine Basement Collection, wo alle möglichen Spiele sind, die Edmund gemacht hat, die auch vor Meat Boy noch kamen, beziehungsweise Meat Boy hat er damals gemacht und dann kam irgendwann mit seinem Studio Team Meat, was er inzwischen verlassen hat, das Spiel Super Meat Boy raus. Jetzt demnächst wird Super Meat Boy Forever released, womit er dann aber nichts mehr zu tun hat. Super Meat Boy, auch super schwer. Ich glaube, ich bin bis in die dritte Welt von 5 oder 6 gekommen. Und ja, da gibt es eben verschiedene Level, die man meistern kann, um eben Bandage Girl zu befreien. Es ist das klassische, der eine will die andere befreien. Das Mario-Peach-Prinzip ist hier ein Fleischball, ein Fleischklumpen, eine kleine kastenförmige Figur, die absolut keine Haut besitzt, sondern nur aus kleinem Fleisch besteht. Keine Angst, ist es super niedlich dargestellt. Muss durch Level durch, die einen eigentlich umbringen wollen. Es kommen irgendwelche Kreissägen und die zerschnetzeln ihn oder was weiß ich nicht alles, was passiert. Sehr, sehr schwer, aber auch total witzig und es geht irgendwann darum, das Spiel schnell durchzuspielen. Wie komme ich am schnellsten durch die Level? Wie komme ich am besten durch die Level? Auch hier gibt es wieder verschiedene Sachen freizuschalten und zu finden, zu entdecken. Ich finde es fast sogar noch einfacher als The End is Nigh. Wobei auch Meat Boy ich bisher noch nicht durchgespielt habe. Mega schwer und dazu passend auch Celeste. Ein Spiel, was mein Bruder mir empfohlen hat. Auch er hat das Spiel bereits durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bruder ist wirklich ein absoluter Held, was solche Spiele angeht. Der spielt die durch Hollow Knight, durch Celeste, durch Binding of Isaac ist er auch um Längen besser als ich. Und er spielt das alles und total gerne. Und ja, Celeste ist mir auch zu schwer. Es ist auch ein 2D-Plattformer. Eigentlich ähnlich wie The End is Nigh. The End is Nigh ist aber sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr minimalistisch. Celeste, ein sehr hübsches Spiel, hat auch immer sehr hohe Wertungen erhalten, ist sehr beliebt und auch da werde ich nochmal reingucken müssen. Momentan ist mir das aber einfach zu schwer, hat eine ganz coole Story. Eine Person möchte einen Berg hinaufklettern und muss dann durch die verrücktesten Level durch und Hollow Knight ist runtergeladen, wie schön. Dann gucken wir mal weiter. Ja, wir sind auch schon fast durch. Jetzt kommt Gefängnisarchitekt oder wie ich es lieber nenne, Prison Architect. Ist ein Aufbauspiel, bei dem man ein Gefängnis aufbauen muss. Wir alle kennen solche Aufbauspiele, bei denen man Dinge planen muss, bei denen man sich so ein bisschen um Geld kümmern muss. Zum Beispiel Rollercoaster Tycoon. Dort baut man einen Freizeitpark auf und muss gucken, dass das, was man aufbaut, genug Geld einnimmt, damit man wieder Gewinn macht, damit man weitere Dinge bauen und kaufen kann. Ähnlich ist es bei Prison Architect. Wir können Gefängnismauern errichten, wir müssen Räume zuweisen, wir müssen Personal einstellen, den Gefängnisalltag planen und auf die Wünsche der Gefangenen eingehen, gucken, dass es keine Aufstände gibt, versuchen sie zu resozialisieren und. Ein ziemlich geniales Spiel, in das man Ewigkeit Zeit stecken kann, was aber irgendwann wirklich schwierig wird, weil meiner Meinung nach man völlig erschlagen ist, wenn man ein neues Spiel anfängt. Man steht vor einem leeren Platz und kann von null auf anfangen und man kann sich dieses Gefängnis dann eben errichten. Es ist ein ziemlich cooles Spiel, was ich damals auch auf dem PC zuerst gespielt habe, was mich sehr in den Bann gezogen hat. Und was ich dann lange gespielt habe für diesen Abend und dann immer mal wieder. Und ich habe es mir dann direkt geholt hier, weil ich es halt fürs Mitnehmen ist es perfekt, mal eben eine Runde. Und das ist das Geilste an der Switch. Wenn man gerade keine Zeit mehr hat, man drückt einfach auf den Ausknopf beziehungsweise auf den Standby-Button. Es ist sofort pausiert und wenn man das nächste Mal, auch wenn es Tage später ist, die Switch einschaltet, kann man genau dort wieder weitermachen. Für alle, die früher das Problem hatten, so wie ich, nochmal eben eine Runde Gameboy, eben Pokémon spielen, nochmal eben, ich bin gerade in einem Kampf, Mama sagt, es gibt jetzt Essen, mach den Gameboy aus. Mama, ich kann jetzt den Gameboy nicht ausmachen, ich bin mitten im Kampf. Ja, dann mach das doch später. Ich so, ja, aber sonst geht die Batterie leer. Ja, dann mach's doch einfach aus. Nein, kann ich nicht, ich hab noch nicht gespeichert. Ja, dann speicher doch einfach, kann ich nicht. Ich bin mitten in einem Kampf.
gab es kein Verständnis für. Manchmal wirklich stundenlange Arbeit, umsonst, bei der Switch, einfach auf den Knopf, fertig. Gut, jetzt ruft Mama mich nicht mehr zum Essen, ich bin inzwischen alt genug und wohne alleine. Aber trotzdem ist das schön, wenn man mal gerade nicht weiterspielen kann. So, das nächste Spiel ist Geheimakte Tunguska, ein klassisches Adventure-Spiel, quasi ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe es noch nicht wirklich weit gespielt, ich habe gerade es angefangen, aber es war extrem reduziert und ich musste es mir einfach holen, weil ich es dann doch irgendwie interessant fand, mal wieder ein Adventure zu spielen. Auf Konsolen eben sehr, sehr selten, meistens nur noch Deponia oder sowas erhältlich. Und ja, ich kannte Geheimakte Tunguska noch nicht, hab da aber schon viel von gehört und wollte es einfach mal ausprobieren. Das nächste Spiel ist Little Nightmares. Es ist auch, ja, so eine Art Kunstplattformer, möchte ich sagen. Es ist irgendwie so eine Mischung aus cool und doch nicht cool und schwer und doch nicht schwer und ich weiß es auch nicht. Ich habe es mir damals geholt, als es auf die Switch kam, einfach weil ich irgendwie dachte, das wäre total geil. Ich habe da viel zu viel Geld für ausgegeben für dieses Spiel. Und eines der wenigen Spiele, die ich tatsächlich nicht im Angebot gekauft habe. Ich habe wirklich die meisten Spiele, die ich besitze, im Angebot gekauft und dadurch eine ganze Menge Geld gespart. Little Nightmares muss ich auf jeden Fall mal weitermachen, ist aber irgendwie so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja, SteamWorld Dig ist ein Spiel, bei dem man irgendwie sich in die Erde buddelt und ich weiß auch nicht, ich hatte da irgendwie Bock drauf. Ich habe solche Handyspiele gespielt, bei denen man irgendwie sich immer tiefer gegraben hat und ich hatte da Bock drauf und dachte, hey, ich glaube, ich möchte mal ein hochwertiges Spiel von diesen Dingern haben. Habe mir dann SteamWorld Dig zugelegt und irgendwie ist es nicht so ganz das gewesen, was ich mir erhofft habe. Aber ich glaube, ich werde es demnächst mal wieder ausprobieren, denn es liegt genug Zeit dazwischen, dass ich es das letzte Mal gespielt habe. Jetzt kommen wir zu Wizard of Legend. Ebenfalls eine Art Roguelike-Spiel, mit dem ich bisher noch überhaupt nicht warm geworden bin. Ich hatte nach The Binding of Isaac furchtbar Bock, noch ein Roguelike-Spiel zu spielen. Ich kannte bisher aber nur Isaac und Enter the Gungeon. Damals hatte ich noch keine anderen Roguelike-Spiele und irgendwie hatte ich da Bock drauf, das mal auszuprobieren. Es ist quasi gefühlt das schlechtere Dead Cells und ja, ich glaube, ich muss mich daran mal wieder versuchen, aber irgendwie motiviert es mich momentan noch nicht so richtig. Und das letzte Spiel in meiner Liste habe ich bisher noch überhaupt nicht gespielt, aber jetzt gerade habe ich genug Speicherplatz, um es einfach mal neben allem anderen zu installieren und es war bisher so, dass es mir nicht wert war, andere Spiele dafür runterzuschmeißen. Jetzt habe ich den Speicherplatz. Es ist Warframe. Ein Free-to-Play, ich glaube MMO, Space, Shooter, was weiß ich was, ich habe keine Ahnung. Ich werde es mir, wenn es dann runtergeladen ist, angucken. Das könnte noch ein bisschen dauern. Wie man sieht, müssen noch einige andere runtergeladen werden. Naja, was soll's. Das waren also alle meine Titel für die Switch. Ich gehe noch einmal ganz kurz durch, was sind denn meine Highlights? Mein absolutes Überhighlight ist The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Finde ich total geil, macht mega Spaß. Auch Enter the Gungeon kann man immer wieder spielen. Hollow Knight, großartiges Spiel. Dead Cells spiele ich auch sehr gerne. Natürlich die ganzen Mario-Spiele, Zelda, Minecraft, Stardew Valley, Diablo, auch richtig, richtig cool. Ich glaube, das waren so meine Über-Highlights. Das sind so die Spiele, die ich irgendwie immer spielen kann. Und dann gibt es eben so Spiele wie The End is Nigh, Super Meat Boy, Celeste. Das sind alles so Spiele, die man dann ab und zu mal probiert und mal wieder spielt und dann irgendwann völlig entnervt das Spiel ausmacht, weil man es schon wieder total verkackt hat. Naja, was soll ich sagen? Das ist meine aktuelle Nintendo Switch-Sammlung. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Zocken. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Binding of Isaac so funktioniert, ich habe noch auf diesem Kanal, ich glaube, zwei kleine Videos, bei denen ich das Spiel einmal fix vorstelle. Damals noch mit der PlayStation 4-Version. Ich verliere, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Aber da kriegt man mal einen kleinen Einblick ins Spiel, ansonsten findet man das auch überall anders auf YouTube. Da gibt es ganz, ganz viele Videos, auch auf Twitch wird es immer noch gestreamt, also auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dahin. Ahoi.